So, da sind wir wieder nach einer Pause. Wir sind wieder in unserem tollen, schicken, ja, Zimmer. Hier ist natürlich mal wieder nichts los. Wir haben auch noch nichts. Gar nichts. Nicht mal ein Bett. Gar nichts. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Wir werden es sehen. Erstmal werden wir weiterhin unsere schöne Questreihe. Oh, der, erledigen hier. Guck mal, da haben wir schon den Abnotar gleich schon. Ich hatte durchaus mit Trauer und Verzweiflung gerechnet, aber die Lage hier übertrifft sogar meine prophetischen Ahnungen. Seid ihr sicher? Krempen sieht so friedlich für mich aus. Oberflächlich ja, aber Frieden durch Tyrannei gewährt nur eine falsche Harmonie. Euraxia setzt Furcht und angedrohte Gewalt ein, um die Khajiit in Schach zu halten. Sie macht sie zu Bürgern zweiter Klasse in ihrer eigenen Provinz. Es stößt mich ab, dass Euraxia und ich verwandt sind. Furcht und angedrohte Gewalt? Was meint ihr damit genau? Es wäre besser, wenn ich es euch zeigen würde. Folgt mir. Und ich werde euch die wahre Bosheit meiner Halbschwester demonstrieren. Ihr Griff um Krempen ist weitaus enger, als es erscheint. In Ordnung. Zeigt mir, wie Euraxia die Khajiit im Griff behält. Na schön. Aber was ich euch zeigen werde, ist nichts für solche mit schwachen Nerven. Folgt mir. Gut. Habt ihr je ein Arbeitshaus in Krempen besucht? Sie behandeln die Khajiit dort schlimmer als Sklaven. Schauen wir uns das mal an. Bin gespannt. Gebäude dort drüben. Für die meisten Khajiit aus Krempen ist es der einzige Ort, an dem sie Arbeit finden. Das Arbeitshaus dient dazu, die Kranken und Mittellosen einzufangen. Jene, die ihre Schulden nicht zurückzahlen können. Sie kommen her, um Arbeit zu finden und einen ordentlichen Lohn zu verdienen. Aber durch die Kosten, die für ihr Zimmer und ihre Verpflegung abgezogen werden, sind sie schlechter dran als zuvor. Das Arbeitshaus nimmt nur khajiitische Arbeiter an? Eins der ersten Dinge, die Euraxia tat, nachdem sie sich zur Königin ernannt hatte, war die Einführung von Zöllen und Bußgeldern, die nur für die Khajiit-Bürger galten. Niemand sonst braucht das Arbeitshaus. Eine grausame Taktik, aber effektiv. Es gibt nichts, was die Khajiit tun können? Die Khajiit von Krempen? Jede Beschwerde führt zu einem Bußgeld, weil man die öffentliche Ordnung stört oder ähnlich nichtige Anlässe. Niemand will das Risiko eingehen, noch tiefer in die Schulden abzurutschen. Es ist einfallsreich. Monströs, aber einfallsreich. Das klingt nach Sklaverei. Oh, Euraxia ist so schlau. Sie bezahlt die Khajiit und das Arbeitshaus ist technisch gesehen kein Gefängnis. Oberflächlich scheint es ein Ort zu sein, der dem Teil der Gesellschaft hilft, der weniger Glück hatte. Aber darunter ist es Sklaverei ohne die unbequemen Fesseln. Na gut, gehen wir weiter. Lasst uns nun den Marktplatz von Krempen besuchen. Ja, das hier? Die Geschäfte scheinen bestens zu laufen, doch der Schein kann trüben. Warum? Es mag schwer zu erkennen sein, aber die Khajiit-Händler mühen sich, ihre Stände offen zu halten, während die weniger tierhaften Geschäftsleute die Gewinne einfahren. Euraxia würde behaupten, es ist eine Frage der Arbeitsmoral. Doch wir wissen es besser. Wollt ihr damit sagen, dass khajiitische Händler ungerecht behandelt werden? Ungerecht wäre noch geprahlt. Khajiitische Händler müssen hohe Zölle zahlen, zusätzliche Prüfgebühren, kostspielige Lizenzen. Euraxia presst auch das letzte bisschen Gold aus ihnen heraus. Sie hat sogar eine Fellsteuer eingeführt. Eine Fellsteuer? Oberflächlich klingt es vernünftig, dass die Khajiit für die zusätzlichen Prüfungen zahlen müssen, um sicherzustellen, dass ihr Fell nicht in die Waren gerät, die sie verkaufen. Und auch wenn sie Haare verlieren, ist es doch etwas ganz anderes, wenn man damit die rechtmäßigen Bürger dieses Landes diskriminiert. Gehen wir weiter. Huch.
Alle Bildschirm. Warum? Was ist denn jetzt los? Was soll denn das jetzt? Gehört das so? Muss das sein? Das kann doch nicht sein. Oh Mann, oh. Jetzt stehen wir hier und gucken wieder den Ladebildschirm an. Oder sitzen. Wir sitzen ja eher, denke ich. Ladebildschirm, geh weg. Du. Oh je. Warum ist denn das jetzt so? Doch nicht. Hallo. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Geht das Ladebildschirm nicht weg? Arrr. Schrecklich. Da müssen wir ja kurz wohl was dagegen tun. Ja, wir sind jetzt wieder da. Keine Ahnung, was da war. Ich habe das Spiel, musste das Spiel wohl einmal neu starten. Jetzt ist Abmutan aber nicht mehr da. Leider können wir ihm dann nicht mehr folgen. Drum gehen wir ihn dahin, wo er jetzt steht. Ja. Doof gelaufen. Sehr, sehr doof gelaufen. Für uns alle. Schade eigentlich. Aber na gut. Machen wir weiter. Wie die Belagerungswaffen auf den Mauern sitzen? Aufs Grundlegende reduziert, seht ihr das Geheimnis des Erfolgs meiner Halbschwester. Was meint ihr mit ihrem Erfolg? Wie sonst meint ihr, hält Euraxia die Ordnung aufrecht und die Verteidigungsstreitkräfte von Elsweyr im Zaum? Sie hat mehrfach öffentlich erklärt, dass jeder Versuch, Krempeln zu befreien, dazu führen wird, dass sie die volle Gewalt der Belagerungswaffen gegen die Stadt entfesseln wird. Euraxia würde die Stadt zerstören? Wenn Euraxia Krempen nicht haben kann, dann soll es auch kein anderer haben. Sie würde die Stadt in einem Wimpernschlag zerstören, wenn sie dächte, dass sie in Gefahr wäre, die Kontrolle zu verlieren. Natürlich sagt sie ihren felllosen Untertanen, dass man nur die kajitischen Viertel anvisieren wird. Kann man denn diese Waffen überhaupt so präzise ausrichten? Auf keinen Fall. Aber durch die Lüge geht es ihren Unterstützern besser. Die Kajit wissen, dass sogar ein friedlicher Protest zur Zerstörung von Krempen führen könnte. Bisher hat es daher niemand gewagt, Euraxias Entschlossenheit in dieser Sache auf die Probe zu stellen. Und das aus gutem Grund. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns mal mit Euraxia Tarn unterhalten. Lasst mich das Reden übernehmen, wenn wir zum Palast kommen. Als der ältere Tarn werde ich Euraxia meine Dominanz demonstrieren und ein Ende der Feindseligkeiten aushandeln. Na, ob das so klappt, ich weiß ja nicht. Das wage ich ja ganz stark zu bezweifeln. Palast von Krempen. Was ist denn der jetzt? Hallo? Ja. Oh. Ah, hier kommen nun also Königin Euraxias Gäste. Mir gefallen die Gesichter dieser Störenfriede nicht. Ich denke, wir sollten sie lieber gleich an die Drachen verfüttern. Aha. Da kommt das Verräters. Leibwächterin und Leibdienerin. Nicht, was ich erwartet hätte. Ich gehe davon aus, ihr wollt eurem Meister ins Sanktum der Königin folgen. Hm? Ich erlaube es. Doch erst möchte ich abschätzen, wie viel Mark ihr in den Knochen habt. Ihr seid einer von Euraxias Nekromanten. Ich bin Königin Euraxias leitender Nekromant. Ihr dürft mich Sumok Form nennen. Anderen Grabesrufer unterstehen mir. Und das ist mein Vertrauter und Intimus, Sir Cadwell, der Verräter. Ist das Cadwells Kopf? Ah ja, der Verräter sah euch,
als er durch die Augen des Seelenberaubten blickte. Die Kreatur, die er kennt, ist ein blasser Schatten des finsteren Ritters, der einst über dieses Land schritt. Ich habe seine Überreste ausgegraben und wiederbelebt. Nun, seinen Kopf. Das war alles, was ich finden konnte. Warum habt ihr denn Kitwets Kopf ausgegraben? Meine Taten gehen euch nichts an. Ich wollte nur Abnor Tarns Schergen treffen und feststellen, ob Königin Euraxia irgendetwas zu befürchten hat. Die Antwort dürfte wohl klar sein. Eure Bedeutungslosigkeit entspricht der des seelenberaubten Idioten, was euch voll und ganz vernachlässigbar macht. Oh, Mann. Nun, was okay. Den Rest meines Körpers angeht, gehen wir mal in den Thronsaal rein. Oh, was uns erwartet. Von Nebenei, kaiserlicher Kampfmagier des Ältestenrats und Patriarch der Tarn-Dynastie und seine Leibwache. Ah, Halbbruder, eure Ankunft. So zu tun, als wäre man König. Schweigt ab nur, ihr langweilt mich. Leibwache, ihr seht spannend aus. Kommt und sprecht mit mir. Was? Sie gehört. Viel Glück. Meine Quellen deuteten darauf hin, dass die Verbündete meines Halbbruders etwas größer gewachsen sein soll. Nun ja. Nun, warum sollte ich überhaupt in Betracht ziehen, mit der Verliererseite zu verhandeln? Wir sind gekommen, um euch zu warnen. Drachen betrachten euch als Marionette und sie planen, euch zu verraten. Eine Warnung? Wie rührend. Ihr wisst aber schon, dass ich die kajitische Armee besiegt und den Thron von Krempen bestiegen habe, oder? Ich bin niemandes Marionette, das kann ich euch versichern. Doch wie kommt ihr darauf, dass ich etwas mit Drachen zu tun habe? Ein Drache half jenen Untoten, die eure Nekromanten gegen die Kajiten Verteidigungskräfte entfesselt haben. Ach, wie köstlich. Ich hatte gehofft, dass mein aufgeblasener Halbbruder mir etwas Unterhaltung bieten würde, aber das ist ja noch besser. Ich habe eine Zelle in meinem Kerker eigens für euch reserviert. Da werden wir die spannendsten Spiele spielen, bis euer Körper schließlich versagt. Ich nicht? Nein, auch nicht einschüchtern. Ihr habt einer Unterredung zugestimmt, das heißt, dass wir im Waffenstillstand sind und frei abziehen können. Bildet euch nicht ein, dass ihr mir einen Vortrag halten könnt. Ich stelle hier die Regeln auf, nicht ihr oder Abnor. Ich habe eine besondere Beziehung zu Mulamnir. Eine Übereinkunft. Die Drachen werden meine Herrschaft über Elsweyr sichern und es gibt nichts, was ihr oder mein Halbbruder dagegen unternehmen könntet. Ihr könnt nicht gewinnen. Wir werden Krempen befreien und euch aus Elsweyr vertreiben. Genug. Sumok Fon, welche Neuigkeiten bringt ihr? Das Wüstenwind Adeptorium ist gefallen. Auf euer Wort hin marschieren wir gen Stromfeste. Dann habt ihr hiermit mein Wort. Nun, Halbbruder. Verrat? Wie hätte ich damit je rechnen sollen? Wachen! Bringt sie in den Kerker! Nicht so schnell. Was jetzt schon wieder? Nischen unterhalb des Palastes von Krempen werden ursprünglich angelegt, um den Zugang für die Instandhaltung des... Oh Mann, ey. Wieder ein Ladebildschirm. Aber diesmal geht's weiter. Na gut. Nun, ich schätze, das hätte besser laufen können. Warum sind wir hier und wie sind wir hergekommen? Ich hatte mich auf Euraxias erwartbaren Verrat vorbereitet. Leider reichte mein Teleportationszauber nicht, um die Schutzzauber des Palasts zu durchdringen. Daher sind wir hier unten gelandet, in der Kanalisation des Palasts. Ihr gehört, was Euraxia zu Sumok Fom gesagt hat? Wir haben zwei bemerkenswerte Dinge gehört. Erstens sind euraxische Truppen aus finsteren Gründen in das Wüstenwind-Adeptorium eingefallen. Und zweitens hat meine Halbschwester einen Angriff auf Stromfeste befohlen. Wir müssen Garashri warnen. Eins nach dem anderen, meine Gefährten. Eins nach dem anderen. Ich muss erst meine Kraft zurückgewinnen, nachdem ich uns in dieses Skeva-Loch teleportiert habe. Ich brauche eure Hilfe, um uns hier rauszuholen. Danach können wir uns um Wüstenwind und Stromfeste kümmern.
In Ordnung, bleib dicht bei mir. Gut. Ja, oder auch nicht gut, wer weiß das schon. Ah. Gucken. Oh. Ich bin eine Sandschabe getötet. Oh, nee, noch nicht. Ja. Mitnehmen hier. Oh, was ist das da? Salamander. Können wir ein bisschen probieren. Ach, schade. Au! Wieder der fies. Diese Miese. Ja, hoch dann, hier. Ah, runter. Runter. Okay. Gut.